Für den Mann gibt es diesen Sommer eine klare Botschaft. Trau dich was. Raus aus der Komfortzone heißt das Motto. Echte Hingucker sind gefragt. Männer haben diesen Sommer einfach Spaß. Sie tragen starke Farben, sie sind mutiger und sie zeigen ihre Beine. Ich glaube, dass generell in der Männermode es eine Tendenz ist, einfach zu kombinieren. Nicht, dass man nur Anzug trägt oder nur Sportswear oder nur Farben, sondern dass einfach Männer generell etwas offener werden, auch Farben zu tragen, sexy zu sein, zu experimentieren. Man bekennt also Farbe. Pink, Rot, Orange sind besonders gefragt. Und Gelb. Im Total-Look oder als Farbtupfer. Meine gelbe Hose nehme ich zum Colorblocking mit meinem Shirt. Das macht den ganzen Look farbenfroher und hat gleich etwas Sommerliches. Es gibt wie immer die klassischen Farben, dunkelblau, grau, schwarz und brauntöne. Aber sie werden kombiniert mit strahlenden Farben. Was neu ist, sind die Orange- und Gelbtöne, die wir sonst eher bei den Frauen sehen. Zu den neuen starken Farben passt auch der nächste Trend. Hawaii-Hemden. Gerne auch in abgewandelter Form. Hauptsache Palmenmotive. Sogar auf dem Kaschmir-Pullover. Dieser Hawaii-Stil bleibt natürlich auch auf jeden Fall und kommt auch immer wieder. Aber es wird ja auf unterschiedliche Arten interpretiert. Und im Moment sieht man, finde ich, sehr viel eben auf eine bisschen morbidere, dunklere Art und Weise. Nicht so naiv. Sein großes Comeback feiert diesen Sommer der sogenannte Tie-Dye, die moderne Variante des Batik-Musters aus den 70ern. Es wird jetzt so etwas mehr in Neonfarben interpretiert, also so auf so eine sehr moderne Art und Weise. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, einfach, dass vielleicht es wieder irgendwie so eine Hippie-Bewegung gibt in der Jugend, dass dadurch das irgendwie Global Warming ein großer Faktor ist. Generell angesagt sind Prints aller Art. Zum Beispiel Fotoprints mit außergewöhnlichen Motiven. Ebenfalls im Kommen romantische Blumenmuster. Hier in Kombination mit kurzen Hosen. Denn Shorts liegen absolut im Trend. Und können manchen Modedesignern gar nicht kurz genug sein. Shorts werden auf ganz unterschiedliche Weise getragen. Mit einer eleganten Anzugjacke, einem Hemd, Sweatshirt oder T-Shirt. Bei den Accessoires gibt die sogenannte Fischermütze dem Outfit das gewisse Etwas. Außerdem darf man jetzt auch Handtasche tragen. Und zwar in allen Variationen. Es gibt die großen Taschen für den Sport- und Freizeitbereich oder für den Job. Aber auch kleine Taschen, die man um den Hals trägt, wenn man nur wenige Dinge mitnehmen möchte. Oder als Schultertaschen, wie Frauen sie tragen. Für mich ist die Tasche ein Accessoire. Ich finde sie einfach niedlich. Ich habe mir die kleinste ausgesucht. Wem das zu extravagant ist, der kann aber auch mit seinen Sneakers punkten. Besonders die klobigen Modelle sind nach wie vor gefragt. Sneakers sind auf allen Modenschauen zu sehen und werden problemlos auch zum Anzug getragen. Leute wollen nicht immer, wenn sie einen Anzug tragen, direkt so dressed up sein. Dann kann man das natürlich mit einem Sneaker kombinieren. Das macht den Look ja etwas frischer, etwas leichter. Bei Sneakers gibt es ein riesiges Angebot. Jeder Designer hat seine eigenen Modelle. Sie verkaufen sich unglaublich gut. Und das Beste, dieser Modetrend ist auch noch bequem und wird wohl eine Weile andauern.